Also in meinem Vortrag will ich versuchen, in anschaulicher Weise über Kunst, Philosophie und China zu sprechen. Diese drei an sich relativ unterschiedlich geformten Themenfelder bilden sozusagen die Primärfarben, deren Überlagerungsbereich ich aufs Korn nehme. Dass die Schnittmenge möglichst klar hervortritt, werde ich das vor dem Hintergrund des Werks Holz tun, das, gestattet mir den Witz, übergreifende Allgemeine, das es erlaubt, diese besonders prägnant hervortreten zu lassen. Zunächst möchte ich Holz Perspektive auf die Kunst aus seinem eigenen Werk heraus skizzieren und damit gewissermaßen das Fundament erarbeiten, auf das sich dann die späteren Überlegungen zur chinesischen Kunst beziehen. Deshalb soll mit einem Bild aus den 50er und 60er Jahren des Zürcher Malers und Grafikers Richard Paul Lohse begonnen werden, der immer wieder in Holz Denken als Bezugspunkt auftaucht. Lohse gab dem Bild den Titel "Vier degressiv angeordnete Farbgruppen mit reduziertem Zentrum". Beginnen wir ganz kunsthistorisch orthodox mit einer Beschreibung des Bildes. Ich zitiere dafür Holz aus dem ersten seiner dreibändigen philosophischen Theorie der bildenden Künste mit dem Titel "Der ästhetische Gegenstand", die in ihrer Präzision und Prägnanz wohl schwer zu übertreffen ist. Beginnen wir also mit Holz zu sehen. Der Kern des Bildes ist auf vier Quadrate konzentriert, die in diagonale Stellung je ein Paar aus Komplementärfarben bilden. Darum legen sich wie Zwiebelschalen vier Schichten von Quadraten. Die erste Schicht behält die Größe der Kernquadrate bei und muss darum die Zahl der Farbfelder auf jeder Seite verdoppeln, insgesamt also verdreifachen. Das heißt, zwischen die im Kern benachbarten Farbquadrate schieben sich auf jeder Seite zwei weitere Quadrate in Zwischentönen. Die zweite, dritte und vierte Schicht werden dann einfach jeweils durch Verdopplung der Seitenlänge der Quadrate gebildet. Dieses Verfahren kann fortgesetzt werden, jede Bildgestalt ist unlimitiert erweiterungsfähig. Dabei bleiben in den Diagonalen das Prinzip der Komplementarität erhalten, sodass sich von links oben nach rechts unten der Wechsel rot-dunkelgrün und von rechts oben nach links unten der Wechsel violett-gelb ergibt. Alle übrigen Felder sind damit auch festgelegt. In jeder neuen Schicht sind die Farbfolgen umgekehrt spiegelbildlich zur vorigen angeordnet. Eine imaginäre Spiralbewegung beschreibt den Verlauf der Farben im Übergang von einer Schicht zur nächsten. Das Interessante ist hier nun, dass die Beschreibung sehr präzise das aufzeigt, was der Maler konkret in seinem Medium gemacht hat. Er beschreibt eine Art Bauanleitung für das Bild, eine nachvollziehbare Konstruktionsmethode mit Farbwerten und dann, wie aus dieser reinen Anordnung der Farben, der Gesamteindruck einer Spiralbewegung entsteht. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück, aber kontrastieren wir das nun mit einem Bild und einer Beschreibung ganz anderer Art. Aus der dunklen Öffnung des ausgetretenen Inwendigen des Schuhzeugs starrt die Mühsal der Arbeitsschritte. In der derb gediegenen Schwere des Schuhzeugs ist aufgestaut die Zähigkeit des langsamen Ganges durch die weithin gestreckten und immer gleichen Furchen des Ackers. Auf dem Leder das Feuchte und das Satte des Bodens, unter den Sohlen schiebt sich hin die Einsamkeit des Feldweges und so weiter und so fort. Ich denke, allein an der schwulstigen Schwere der Sprache kann man schon erkennen, woher die Beschreibung von Van Goghs Ein paar Schuhe stammt. Das Sein spricht selbst zu uns, zitiert aus Martin Heideggers Aufsatz Der Ursprung des Kunstwerks, geschrieben in dem Jahr 1935-36, als Heidegger mit seinen eigenen Schuhen bereits tief in den Furchen des braunen Ackers steckte. Darüber lassen sich natürlich viele Dinge sagen, aber ich denke, am auffallendsten ist, dass Heidegger überhaupt nicht über das Bild redet, sondern darüber, was er sich so über die Schuhe herbeifantasiert. Dafür hätte er überspitzt gesagt, das Bild überhaupt nicht gebraucht, sondern auch jede beliebigen abgewetzten Schuhe nehmen können. Höchstwahrscheinlich saß er sogar in seiner Hütte auf den Tottener Bergen Schwarzwald und hat sich nach dem beschwerlichen Ausstieg seine eigenen Schuhe angeschaut. Können Sie ein bisschen langsamer reden? Ja, okay. Danke. Höchstwahrscheinlich... hier ein Foto, das ich bei einer Google-Suche nach ausgelatschte Bauernschuhe gefunden habe. Damit tritt das pathologische Pathos der Sprache noch deutlicher hervor. Holz hat diese Art der Beschreibung an anderer Stelle als rührige Herzerwiesung des Kunstliebhabers bezeichnet und betont, dass sie wie alle Formen der subjektiven Geschmacksbekundung nie die Grundlage einer philosophischen Theorie sein können, die immer auf die Allgemeinheit ihres Urteils bedacht sein muss. Holz will deshalb untersuchen, welche allgemeinen Aussagen in kritischer Absicht speziell die Philosophie über die Kunst machen kann. Hierzu ist es wieder instruktiv, mit der Klarheit des Philosophen und Kunstkritikers Holz zu sagen, worum es überhaupt geht, wenn man, ganz im Allgemeinen zum heidegischen Mann, sich mit Kunst befasst. Ich zitiere: Das Kunstwerk ist als Kunstwerk reiner Anschauungsgegenstand und nichts als dies.
Was in ihm angeschaut wird, ist nicht der Inhalt, sondern die Darstellung eines Inhalts. Es ist Darstellungsgegenstand und in der Anschauung der Darstellung des Gegenstands der Gegenstand als Reflektierter angeschaut wird, ist es Reflexionsgegenstand. Anschauung, Darstellung und Reflexion sind nicht etwa drei voneinander isolierte Momente in der Erfahrung des Kunstwerks, sondern sind alle drei als untrennbare Einheit in der ästhetischen Einstellung zum Werk der bildenden Kunst verbunden. Ja gut, denkt man sich nun, und was ist der Inhalt, der hier dargestellt wird? Bunte Farben, schön. Und nun, wie seitens Lose, meist in den Titeln der Bilder angedeutet und oft in beiliegenden Tafeln erläutert wird, geht es um die schrittweise Konstruktion des Bilds aus einer regelgeleiteten Anordnung von Formelementen, Modulen und Farbwerten. Hier ein einfaches Beispiel an 3x3 Quadraten mit unterschiedlichen Farbwerten, die das Bild diagonal von Gelb über Rot zu Blau-Grün ergeben. Das kann natürlich auch weit komplexer als in diesem einfachen Beispiel, wie hier in dieser Animation geschehen. Aus einem einfachen Quadrat wird durch mehrfache Verdopplung der Seitenlänge eine Reihe von Quadraten erstellt. An jeder Ecke des Quadrats einmal. Nun werden die Seiten aller Quadrate über die gesamte Bildfläche verlängert. So entsteht dann eine regelmäßig eingeteilte Fläche, die nach einem bestimmten Schema mit Farbe gefüllt wird. Je nach Anfangsfarbwert entstehen individuelle Bilder, die sich doch der Struktur nach gleichen. Bedeutend für eine philosophische Interpretation ist, dass die Bilder Holz als, wie er sagt, Medium einer unmittelbaren kategorialen Erkenntnis dienen. Wenn wir nochmal Holz. Loses Prinzip, die Farbe selbst zur Bildform zu machen, bewirkt das dialektische Verhältnis von Struktur als Gattungsterminus und Realisation als Artspezifikum. Jedes Bild ist selbst das Gattungsallgemeine einer Formbeziehung und zugleich die Besonderheit ihres Sich-Zeigens. Diese Beziehung des Übergreifens der Gattung über die Art aber ist die Grundfigur der dialektischen Logik. Sie wird in jedem Bild Loses unmittelbar ansichtlich. Was Metaphern bei Holz, die Spiegelmetapher, als Schemabild in der spekulativen Philosophie leisten sollen, nämlich lebensweltliche Gegenstände als Mittel zur anschaulichen Verdeutlichung abstrakter Sachverhalte höchster Allgemeinheit zu verwenden, verkörpern Kunstwerke, ohne dass ihnen ein solcher Status erst zugeschrieben werden muss. Ihre Funktion als Mittel zur Reflexion entspricht gleichzeitig auch ihrem Wesen. Das macht anschauliche Reflexion in materieller Form, das heißt Philosophie im Medium der Wahrnehmung, überhaupt erst möglich. Das führt uns zurück zu Holz, philosophischer Modellbildung. Holz' Intention ist, im Anschluss an Leibniz und Hegel, mit philosophischer Methode ein Bild der Welt als Ganze zu konstruieren, das eine Orientierung in der Welt nach rationalen Gesichtspunkten erlaubt. Da die extensional unendliche Welt für uns nie komplett erfassbar ist, müssen wir das Ganze intentional durch die Angabe einer Methode in einem Modell fassbar machen. Diese Methode überträgt Holz auf die Kunst, in der die Philosophie durch die Konstruktion dialektischer Formgefüge anschaulich wird. Für Holz visualisieren loses konstruierte Bilder die unsinnlichen gesellschaftlichen Relationen unserer Lebenswelt und die Wirklichkeitserfahrung eines technisch-wissenschaftlichen Zeitalters, die sich aus der Produktionsweise unserer Zeit entwickelt hat. Wichtig ist für Holz, dass loses Kunstwerke eine, wie er sagt, wesentliche Wirklichkeit ausdrücken. Diese Wirklichkeit, ontologische Verhältnisse, ist etwas anderes als das Widerspiegeln der einfachen Realität eines Seeeindrucks. Das zeigt sich in der Gegenüberstellung von loses Bild mit einem Bild von Franz Gersch, ein Vertreter des sogenannten Hyperrealismus. Stark vereinfacht, die Widerspiegelung wesentlicher Wirklichkeit, abstrakter Sachverhalte bei Lose einerseits und die dingliche Realität andererseits, natürlichen Seeeindrucks. Ich sage stark vereinfacht, da der Spiegel bei Gertsch überhaupt nicht das zeigt, was er folgt logischerweise sollte. So könnte man sagen, dass das Bild eigentlich nicht den Mensch zeigt, sondern nur die unwesentliche Unwirklichkeit des Hyperrealismus vorführt. Man könnte hier im Anschluss direkt das Klischee zwischen realitätsgetreuer westlicher Kunst und wesenhaft chinesischer Kunst aufmachen, aber das ist natürlich nur teilweise richtig. Für Holz ist Reflexion der ontologischen Wirklichkeit in und mit der Kunst ein Mittel für die Verwirklichung der Freiheit des Menschen.
In der Funktion des Kunstwerks als Reflexionsgegenstand liegt die Bedeutung der Kunst für die Gesellschaft. Gegenwartskunst hat für Holz, wie seine Philosophie, immer auch eine politisch-praktische Dimension. Dass die Bilder eine gelungene Totalität zeigen, die die momentan verwirklichten Möglichkeiten transzendiert, mithin Möglichkeit als solche darstellt, macht ihren utopischen Gehalt aus. Das macht den Unterschied aus zwischen naturwissenschaftlichen Bildern, die künstlich sind, weil sie das zeigen, was mit bloßem Auge nicht zu sehen ist, aber keine Kunst, weil sie die Wirklichkeit nicht reflektieren und keine Orientierung in der Lebenswelt bilden. Soweit zu Holz Ästhetik, die wesentlich aus einer Kritik der Gegenwartskunst entstand. Wie aber steht es nun um Kunstwerke aus der Vergangenheit, wie sie heute in Museen gesammelt und präsentiert werden, und speziell der chinesischen Kunstgeschichte? Eine historische orientierte Philosophie der bildenden Künste kann zunächst nicht als Kritik entwickelt werden. Sie muss sich erst darin erweisen, Methoden zu erproben, wie sich geschichtlich gewordene Weltverhältnisse in Artefakten widerspiegeln und durch sie erkennbar werden. Vor allem bei Kunst aus fremden Kulturkreisen oder anderen Zeitaltern muss erst eine Art kultureller Resonanzraum ausgebildet werden, um ein Werk angemessen erfahren zu können. Im zweiten Band der philosophischen Theorie der bildenden Künste mit dem Titel Strukturen der Darstellung findet sich ein kurzes Kapitel, in dem Holz sich explizit auch mit der Anwendung seiner Theorie auf die Kunst Chinas befasst. Um die These zu belegen, dass sich in Kunstwerken grundlegende Weltverhältnisse widerspiegeln, führt er zunächst kurze Strukturanalysen an Architektur, Ritualbronzen, Keramik, Großplastik und Malerei durch, bei denen er zeigen kann, dass sich die Grundstruktur der Addition funktional selbstständiger Elemente immer wieder nachweisen lässt. Diese Struktur zeigt sich, so Holz, interessanterweise aber nicht nur in der Kunst, sondern auch im strukturellen Aufbau von Sprache und Schrift und auf höchst höherer Reflexionsebene im Weltbild von Grundlagentexten der chinesischen Kultur. Dabei will Holz keinesfalls behaupten, die Kultur verbleibe in einem Stadium ewigen Stillstands. Natürlich zeigt eine historisch differenzierend verfahrene Analyse, dass es in der Entwicklung der chinesischen Kunst über drei Jahrtausende hinweg nicht weniger große stilistische Veränderungen und Unterschiede gibt, als sie uns aus der europäischen Kunst geläufig sind. Es soll auch nicht ein Prinzip gefunden werden, aus dem heraus alle Phänomene einer Kultur unabhängig von ihrem geschichtlichen Kontext erklärbar sein sollen. Vielmehr geht es darum zu erkennen, dass es als Boden des geschichtlichen Wandels kulturspezifische Konstanten gibt, die wir in der Tat auch beim Betrachten von Kunstwerken aus verschiedenen Kulturbereichen als Verschiedenheit wahrnehmen, ohne uns zumeist über ihre Besonderheiten analytisch Rechenschaft abzulegen. Eine solche Konstante findet auch der Heidelberger Kunsthistoriker Lothar Lederose, die er anhand von 7 Fallstudien zu Bronzen, Terrakotta-Figuren, Lackarbeiten, Porzellan, Architektur, Druck und Malerei in seinem Buch 10.000 Things, Module and Mass Production in Chinese Art zeigt. Hier rechts daneben die chinesische Übersetzung, die wenige Jahre später in China erschien und dort extrem erfolgreich war. Der große Gelehrte des chinesischen Buddhismus, Luo Zhao, hier sieht man die beiden Eminenzen zusammen, sagte scheinbar zu ihm, als das Buch erschien, endlich mal wieder ein richtig marxistisches Buch zur chinesischen Kunstgeschichte. Obwohl weder Lederose allgemein noch das Buch im Speziellen sich explizit auf den Marxismus beziehen. Lederose zeigt, wie die Produktion und ästhetische Gestaltung von Artefakten in China immer wieder auf modulare und additive Schemata zurückgriff und dies auch heute immer noch tut. Wie Holz betont auch Lederose, dass sich dieses Phänomen nicht auf die Kunst allein beschränke, sondern sich als Strukturprinzip auch in der Sprache, Literatur, Philosophie, staatlichen Administration und Gesellschaftsstruktur widerspiegle. Holz und Lederose zeigen unabhängig voneinander parallel mit der Struktur von Gestaltungsweisen, Produktionsweisen und Denkweisen auf, die Holz kulturspezifische Konstante und Lederose Distinct Pattern of Thought nennt. Damit wollen beide keineswegs behaupten, dass sich darin das Wesen der chinesischen Kultur erschöpfe. Vielmehr wollen sie bei der Beschreibung von kulturellen Besonderheiten deren nationale, territoriale oder ethnische Fundierung vermeiden und versuchen, kulturelle Identität in der Rekonstruktion von konstanten Schemata zu begreifen,
die in unterschiedlichen Bereichen zur Lösung von Problemen oder der Beantwortung von existenziellen Fragen zur Anwendung kamen. Strukturelle Parallelen in verschiedenen Medien, so mein Vorschlag, sind dann handlungstheoretisch als Schematransfer zwischen Real, Ideal und Sozialtechniken zu verstehen. Der visuelle Eindruck wiederum, der sich bei der Betrachtung der aus diesen Handlungen hervorgehenden Artefakte einstellt, lässt sich entweder als sekundärer Effekt von Produktionsweisen und Konstruktionsprinzipien erklären, die sich in sichtbaren Strukturen offen zeigen, oder aber direkt auf ästhetische Gestaltung zurückführen, die eben ihre Formen aus der Wirklichkeit eines kulturellen Milieus schöpft und in den Werken weiterverarbeitet. Als Beispiel für die direkte Einwirkung technologischer Mittel auf die Gestalt kann die Entstehung einer besonderen Bauform, und zwar des Typus Pagode, dienen. Hier zwei frühe Pagoden aus Japan, die besonders wichtig für die Rekonstruktion früher chinesischer Architektur sind, aus dem 5. und 6. Jahrhundert, da sich das in China leider nicht erhalten hat. Wie Holz richtig anmerkt, hat diese Form sich aus dem Tor und Wehrturm entwickelt, dessen Gestalt dem religiösen Zweck, einen heiligen Ort der Verehrung im buddhistischen Ritus auszuzeichnen, angepasst wurde. Der Grund, warum ich hier im Zentrum ein Miniaturmodell eines Turms aus Keramik genommen habe, ist, weil es keine Holztürme aus dieser Zeit mehr gibt. Der Typ Pagode wurde aus Indien importiert, in der Absicht, die indische Stupa nachzubilden, die als Aufbewahrungsort buddhistische Reliquien fungierte. Dieser ikonologischen Identität stehen aber fundamentale strukturale Differenzen von Stupa und Pagode in ihrer Gesamtwirkung gegenüber. Während die indischen Stupen einen einheitlich geschlossenen Baukörper aufweisen, sind Pagoden dagegen materiell kaum etwas mehr als gestapelte Schachteln. Wie Holz richtig sieht, lässt sich die additive Struktur, die stockwerkartige Schichtung, wie er sagt, von Grundelementen als Charakteristikum ostasiatischer Architektur an unterschiedlichen Gebäudetypen festmachen. Das lässt sich zunächst auf die Konstruktionsprinzipien von Holzarchitektur in Skelettbauweise zurückführen, deren Ursprünge in das 5. vorchristliche Jahrtausend zurückreichen. Der Typus Stupa als religiöse Form wurde also nicht komplett mit technologischem Know-how der Steinarchitektur nach China importiert, sondern technisch durch Anwendung eines bekannten und bewährten Konstruktionsprinzips in Holzbauweise umgesetzt. Dieselbe additive Struktur wurde dann später von Holz auf Stein übertragen, wie hier links bei der großen Wildgans-Pagode aus der Mitte des 7. Jahrhunderts. Und die Kombination rechteckiger Grundelemente findet sich dann wiederum als Strukturprinzip in der Bauweise von ganzen Gebäudekomplexen wieder, wie im Falle eines Gehöfts. Das Grundprinzip des Katasters als räumliche Strukturierung wurde beispielsweise im großen Maßstab in der Stadtplanung der chinesischen Hauptstadt Chang'an, der Tang-Dynastie, angewandt. Die genauen geistesgeschichtlichen Hintergründe und Verbindungslinien können ja nicht diskutiert werden. Wichtig ist jedoch zunächst, dass sich überhaupt solche strukturellen Korrespondenzen nachweisen lassen, was für einen gewissen Grad der Abstraktion in Form eines Schemas spricht, das auf unterschiedlichen Ebenen und in verschiedenen Medien angewandt wurde. Als Musterbeispiel für die Darstellung der Wechselwirkung von modularer Technik und Gestaltung dient Belleroso die Terrakotta-Armee, die zur Grabanlage des ersten Kaisers von China gehört, der dort 210 vor Christus beigesetzt wurde. Über 7000 lebensgroße Soldaten und Pferde samt Streitwagen umfasst die Armee der Nekropolis, deren Ausgrabung bis heute noch nicht abgeschlossen ist. Als die Ingenieure und Handwerker des Kaisers den Auftrag bekamen, ein Großprojekt von solchen Ausmaßen zu planen, waren sie vor die Aufgabe gestellt, dass die Fertigstellung der Anlage noch während den Lebzeiten des Kaisers zu realisieren war. Das Hauptproblem war, lebensechte Figuren in möglichst kurzer Zeit herzustellen, ohne dass sie dabei auf eine Tradition der Figurenherstellung zurückgreifen konnten. Der holistische Ansatz, die Figuren als Kulturen jeweils aus einem Stück Stein zu hauen, hätte eine unglaublich hohe Anzahl an Steinmetzen und eine kaum zu beschaffende Masse an Material erfordert. Deshalb wählten sie einen anderen Weg.
nämlich die Einzelteile wie Gliedmaßen, Kopf, Rumpf nach wenigen standardisierten Typen mit vorgefertigten Modellen zu formen. Die Kombination der einzelnen Teile ermöglicht es, massenhaft unterschiedliche und somit lebensecht wirkende Figuren zu produzieren, die dennoch auch von einfachen Arbeitern in relativ kurzer Zeit vergleichbleibend hoher ästhetischer und handwerklicher Qualität hergestellt werden konnten. Eine genaue Untersuchung des Produktionsablaufs zeigt, dass die Erfinder der Terrakotta-Armee oder die Macher auf Schemata zurückgriffen, die sich logisch als Kombinatorik einfacher Grundelemente beschreiben lässt. Für die Herstellung der einzelnen Elemente wurden dann unter anderem auch ursprünglich kunstferne Einrichtungen der kaiserlichen Werkstätten beauftragt. So sind zum Beispiel auf den Beinen der Krieger die Signaturen derselben Arbeiter zu finden, wie auf Kanalrohren, die unter Teilen des Kaiserpalasts verlegt sind. In beiden Fällen wahrscheinlich zur Qualitätskontrolle. Lederhose hat den Einfluss der Produktionsweise auf die modulare Gestaltung besonders deutlich herausgearbeitet und die soziale Stratifikation ausbuchstabiert, die sich bei einer solchen Massenproduktion nachweisen lässt. Die dabei auftretenden Formen der Arbeitsteilung lassen sich wiederum in der Keramikproduktion des östlichen Kernlandes Chinas bis ins Neolithikum zurückverfolgen. Das Prinzip der Modularität, das im technischen Bereich Anwendung findet und dadurch den gestalthaften Eindruck additiver Anordnung von einzelnen Formelementen als räumliche Gliederungsstruktur eines Artefakts als Ganzen erzeugt, ist von modularen Gestalten zu rein ästhetischen Zwecken zu unterscheiden. So wird beispielsweise in der Literatenmalerei aus Kombination von einzelnen Strichen und einem geringen Formenrepertoire wiederum ein unverwechselbares Einzelstück. Bei diesen handelt es sich nämlich nicht um ein technologisches Schema der Produktionsweise, sondern um anschauliche Schemata der reinen Formgebung. Die Malerei aber, die ursprünglich den gebildeten Chinesen unwürdig war, wurde in den Kreisen der Gelehrten erst durch die Adaption kalligraphischer Mittel zu einer legitimen Ausdrucksform. Denn die Kunstform mit dem höchsten Status im vormodernen China war nicht die Malerei, sondern die Kalligraphie. Die Kulturtechnik der chinesischen Schrift, die über drei Jahrtausende mitbestimmt war für die Kontinuität dessen, was wir heute chinesische Geschichte nennen, ist selbst als modulares System zu verstehen. Ihre Omnipräsenz prägt das Denken und Gestalten in entscheidender Weise. An ihr lässt sich auch das spezifische Verständnis von Kreativität und Gestaltung besonders deutlich machen. Jedes der etwa 50.000 nachweisbaren Schriftzeichen in all ihren historischen Variationen lässt sich auf Kombinationen von etwa über 200 Grundelemente zurückführen. Diese Module wiederum bestehen aus wenigen Sprichtypen, die als Standardelemente des Schriftsystems bezeichnet werden können. Die Kalligraphie beschränkt sich im Wesentlichen auf die Modulation der einzelnen Striche, um Erscheinungsweise und Proportion eines Zeichens zu verändern. Mit dem Pinsel geschrieben gleicht kein Zeichen exakt dem anderen. Während die Schrifttypen Siegel, Regel und Kursivschrift sich gestalthaft deutlich unterscheiden, wie wir in der lateinischen Schrift recht einfach zwischen Serifenschriften und Serifenlosen wie Times New Roman und Arial unterscheiden können, sind die Feinheiten des subtilen Ausdrucks nur schwer zu erkennen. Zwar gibt es ein gestisch expressives Moment in der Pinselführung, jedoch ist jedes Zeichen selbst auch immer eine Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kalligraphie. Denn sie wird zunächst durch unermüdliche Imitation von Vorlagen berühmter Meister eingeübt. Erst so erschließen sich die ästhetischen Qualitäten als zusätzliche Bedeutungsebene neben der rein indexikalischen Funktion des Zeichens. Diese Fixierung auf die Pinselführung und den einzelnen Strich als Ausdrucksmittel der Malerei erlaubt erst die Entstehung der Literatenmalerei, die sich in ihrem Ausdruck auf die geringste Zahl der Mittel beschränkte, die allen Gelehrten ohnehin zur Verfügung standen, nämlich Pinsel, Tusche, Tuschestein, Papier. Mit diesen Mitteln wurden dann einzelne Motive, wie zum Beispiel der Bambus oder die Orchidee, immer und immer wieder ausgeführt.
wobei diese Motive wiederum aus standardisierten Typen bestehen. Lederhose zeigt, dass an Werken des Malers von Zhangjie aus dem 18. Jahrhundert, hier ein paar Beispiele. Die Variation liegt nicht im Entwurf einer völlig neuen Bildform, sondern viel subtiler in den kleinen Veränderungen der Anordnung der Elemente und dem individuellen Erscheinungsbild, das jedem neuen Pinselstrich eigen ist. Nach diesem Prinzip der kleinsten Veränderung von Standardelementen innerhalb eines bestimmten Gestaltungsschemas erhält auch jeder Krieger der Terrakotta-Armee seine Individualität im Detail, trotz der quasi industriellen Massenproduktion. Die Produktion einer großen Anzahl an Objekten und die Anwendung von modularen Systemen auf unterschiedlichen Ebenen der Kunstproduktion in den unterschiedlichsten Kunstformen können also mit Recht als strukturelle Konstante der chinesischen Kunst gelten. Und hier schlagen wir mit Lederhose den Bogen zurück zu dem, was Holz mit Benjamin unsinnliche Nachahmung nennt, nämlich die Mimesis des Naturprozesses durch den chinesischen Künstler. Anstatt Dinge zu erschaffen, ich übersetze, die wie Schöpfungen der Natur aussahen, versuchten sie nach den Prinzipien der Natur zu erschaffen. Sie vertrauten darauf, dass es wie in der Natur immer einige unter den 10.000 Dingen geben wird, aus denen Veränderung entsteht. Während der Konstruktivist lose nach den Prinzipien des Produktionsprozesses der Industriegesellschaft arbeitet und sie in seinem Werk reflektiert, malt der chinesische Literat nach den Prinzipien der Natur. Anstatt sie möglichst detailgetreu nachzubilden. Maler wie Zhangjie streben danach, die Natur in zweierlei Hinsicht nachzuahmen. Sie produzieren große, nahezu unendliche Mengen an Werken, was ihnen durch das Modulsystem aus Komposition, Motiven und Pinselstrichen möglich ist. Aber sie geben auch jedem einzelnen Werk die ungeheure Formerfindung der Natur mit auf den Weg. Die lebenslange Schulung des ästhetischen Empfindens ermöglicht es dem Künstler, sich der Kraft der Natur anzunähern. Für den chinesischen Literatenmaler sind modulare Systeme und Individualität nur zwei Seiten derselben Medaille, nämlich Kreativität. Durch eine solche Imitation der Natur im Sinne der Nachahmung eines Handlungsvorgangs wird deutlich, dass Mimesis nicht eigentlich die Nachahmung von Dingen, sondern von Prozessen meint. Versuchen wir nun, diese Position mit den reflexionstheoretischen Überlegungen, die Holz bezüglich des Konstruktivismus ausgearbeitet hat, weiterzudenken. So liegt die wahre Größe eines solchen Kunstwerks also darin, dass in ihm die Reflexion des Literatenmalers auf das eigene Weltverhältnis mit bildnerischen Mitteln ausgedrückt ist. Denn Welt und Selbst werden nicht in einem prinzipiell unvereinbaren Gegensatz zueinander gedacht, sondern beide sind in ein allumfassendes Ganzes eingebettet. Damit ist der gelungene Selbstausdruck nicht der, in dem sich Emotionen nach außen kehren, sondern der, in dem sich das Verständnis des Zusammenhangs des Ganzen, das Prinzip der Natur zeigt. Aber auch in dieser Konzeption bleibt der Künstler nicht zur Passivität verdammt, sondern es soll letztendlich, auch hier zeigen sich die Parallelen zum Konstruktivismus, durch das Verstehen der Prinzipien adäquate Handlungsmöglichkeiten offenbart werden, damit er sich als Teilnehmer in diesem Prozess behaupten kann, das heißt ihn aktiv zum Besseren gestalten kann. Die hier erläuterte Mimesis des Naturprozesses durch Modularität und Massenproduktion ist nicht das einzige Prinzip in der chinesischen Kunstgeschichte, das ein solches handlungsleitendes Potenzial birgt. Einen ähnlichen Effekt intendiert vermutlich die chinesische Landschaftsmalerei. Matthias Obert führt in seinem Buch Welt als Bild die theoretische Grundlegung der chinesischen Bergwassermalerei zwischen dem 5. und dem 6. Jahrhundert aus. Dass sich die Malereitraktate dieser Zeit mit phänomenologisch geschultem Blick als eine Art Transformationsästhetik lesen lassen. Der Mensch schaut die Bilder nicht nur an, sondern erfährt sie durch ihre weltstiftende Funktion mit seinem ganzen Leib. Wie sich das theoretisch Erörterte auch konkret an Bildern aufzeigen lässt, wäre nun eine Perspektive, die die Forschung noch eingehend beleuchten könnte und hier nur angedeutet werden kann.
In meinem Vortrag sollte deutlich werden, wie Kunst aus der Perspektive von Holz betrachtet, über ihren Genussfaktor hinaus in die praktische Lebensgestaltung hineinwirken kann. Sie kann nicht nur eine potenziell bessere Welt anschaulich machen, sondern auch konkrete Handlungsschemata geben, damit jeder in seiner, wie Holz sagen würde, monadischen Abhängigkeit vom Ganzen eine aktive Rolle bei der Gestaltung der Welt einnehmen kann. Man muss gewillt sein, sich über eine bloße Tatsachensammlung hinaus für Sinngebungsprozesse anderer zu öffnen und Kunst nicht nur blind zu konsumieren. Wenn ich mich darauf einlasse, dann, und ich beschließe nun meinen Vortrag mit einem Zitat von Holz, dann erlaubt mir das Kunstwerk durch es hindurch und vermittels seiner eine Welterfahrung, die sich sonst nur durch einen Wechsel meines monadischen Standorts, durch einen metaphysischen Positionswechsel erlangen würde. Vielen Dank.